habe Rhythmus und Poesie in meinem Blut. Es ist in mir, es ist mein Mittel, um mich zu artikulieren. So viele Menschen können nicht mit Wörtern diskutieren. Stattdessen müssen sie mit Waffen und Gewalt argumentieren. Aber es gibt auch viele, die noch Menschen sind und akzeptieren, dass diese Erde nicht nur ihnen gehört und andere existieren. Es gibt auch welche, denen es scheißegal ist, was heute passiert. Der Mensch ist krank, obwohl er mittlerweile so viel kontrolliert. Auf dieser Erde gibt es heutzutage viel zu viel Gewalt. Der Mensch ist völlig überzüchtet, total gierig und eiskalt. Es gibt mehr Krieg in dieser kranken Welt als Zusammenhalt. Das ist kein Wunder, denn die Menschheit ist total durchgeknallt. Obwohl wir so viel haben, wollen wir trotzdem immer mehr. Wir wollen alles besitzen und diese Erde leidet sehr. Wir nehmen ihr weg, was wir brauchen und geben nichts wieder her. Bevor der Mensch befriedigt ist, gehen Elefanten übers Meer. Es geht hier nicht um meine Meinung, das ist Realität. Wir produzieren und führen Kriege, bis die Erde untergeht. Vielleicht noch nicht in ein paar Jahren, aber bald ist es zu spät. Wir brauchen gegenüber allem viel mehr Solidarität. Dieser Planet könnte ein Paradies sein, doch das sehen wir nicht, denn jeder Mensch hat seine Welt, um die er sich den Kopf zerbricht. Es gibt nicht mehr viel, das einem Ende widerspricht. Ich bin mir sicher, es kommt irgendwann zum jüngsten Gericht. Ich habe Rhythmus und Poesie in meinem Blut. Es ist in mir, es ist mein Mittel, um mich zu artikulieren. So viele Menschen können nicht mit Wörtern diskutieren. Stattdessen müssen sie mit Waffen und Gewalt argumentieren. Aber es gibt auch viele, die noch Menschen sind und akzeptieren, dass diese Erde nicht nur ihnen gehört und andere existieren. Es gibt auch welche, denen es scheißegal ist, was heute passiert. Der Mensch ist krank, obwohl er mittlerweile so viel kontrolliert. Warum sind Menschen Feinde, die sich niemals kennengelernt haben? Warum gehen wir uns wegen Kleinigkeiten gleich an den Kragen? Die Starken müssten doch die Schwachen schützen und sie nicht schlagen. Es ist nicht so, wie es sein sollte, doch man muss es ertragen. Warum benehmen wir uns so, als wenn uns diese Welt gehört? Wer denkt, die Erde ist für uns gemacht, der hat sich geirrt. Wir haben im Laufe unserer Zeit so viel Lebensraum zerstört. Der ganze Kreislauf und das Klima ist durch uns total verwirrt. Doch das Schlimmste ist, dass wir uns untereinander fertig machen. Dass Jugendliche ohne Respekt über andere lachen. Es ist schlimm, dass Kinder Mutti Schlampe nennen und solche Sachen. Wir entwickeln uns zurück, wenn wir nicht bald aufhören. Aufwachen. Wir machen uns selbst und anderen das Leben schwer. Warum ziehen wir hinter unserem Rücken übereinander her? Warum beleidigen wir uns und warum sind wir nicht fair? Dieses Verhalten hilft doch niemandem, es schadet uns viel mehr. Ich habe Rhythmus und Poesie in meinem Blut. Es ist in mir, es ist mein Mittel, um mich zu artikulieren. So viele Menschen können nicht mit Wörtern diskutieren. Stattdessen müssen sie mit Waffen und Gewalt argumentieren. Aber es gibt auch viele, die noch Menschen sind und akzeptieren, dass diese Erde nicht nur ihnen gehört und andere existieren. Es gibt auch welche, denen es scheißegal ist, was heute passiert. Der Mensch ist krank, obwohl er mittlerweile so viel kontrolliert. Halt deine Fresse, Schwuchtel. Fick dich, deine Eltern sind verwandt. Das ist mittlerweile Umgangssprache in diesem Land. Heutzutage sind mehr Schimpfwörter als Fremdwörter bekannt. Und sowieso fehlt in der Art und Weise jeglicher Anstand. Schon bei leichter Arbeit fängt die Jugend von heute an zu flennen. Wobei sie dumm verkaufen und schlagen schon seit der Schule kennen. Man trifft sich nicht mehr, um zu lernen, sondern um sich einzubrennen. Und viele können mehr Drogensorten als Bundesländer nennen. Doch die Schuld daran hat keinesfalls die Jugend allein. Denn ein Kind lernt von den Eltern auch das Fluchen und Schreien. Wenn man ein Kind erziehen will, dann muss man ein Vorbild sein. Dass man ein Vorbild braucht, weiß jeder, wir waren alle mein Klein. Man kann etwas nur besser machen, wenn man es besser weiß. Die ganze Situation im Moment ist totaler Scheiß. Manche wollen nichts verändern und geben keinen Tropfen Schweiß. Und manche kämpfen und geben ihr Bestes um jeden Preis. Ich habe Rhythmus und Poesie in meinem Blut. Es ist in mir, es ist mein Mittel, um mich zu artikulieren. So viele Menschen können nicht mit Wörtern diskutieren. Stattdessen müssen sie mit Waffen und Gewalt argumentieren. Aber es gibt auch viele, die noch Menschen sind und akzeptieren, dass diese Erde nicht nur ihnen gehört und andere existieren. Es gibt auch welche, denen es scheißegal ist, was heute passiert. Der Mensch ist krank, obwohl er mittlerweile so viel kontrolliert.